Rednerin ist die Kollegin Katja Kipping für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Staatssekretärin, das war ja mal ein Paradebeispiel fürs Schönreden. Hartz IV basiert auf der Annahme, der Einzelne sei schuld an seiner Erwerbslosigkeit. Hartz IV basiert auf der Annahme, dass erwerbslose Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sind. Und von der Angst von Hartz IV sind inzwischen auch Menschen betroffen, die noch einen Job haben. Denn der Fall in Hartz IV kann sehr schnell gehen. Und deswegen, auch wenn Sie hier verbissen an Hartz IV festkrallen, lassen wir als Linke nicht locker und sagen immer wieder, Hartz IV gehört ganz grundsätzlich abgeschafft. Und was das Haus von Andrea Nahles nun als Gesetzentwurf vorgelegt hat, ist ein Offenbarungseid in so vieler Hinsicht. Und es ist bezeichnend, dass die Ministerin nicht mal den Mumm hat, diesen Gesetzentwurf selber hier vorzustellen. Denn dieser Gesetzentwurf macht doch deutlich, Sie wollen nichts grundsätzlich an Hartz IV ändern. Sie wollen von den alltäglichen Nöten der Menschen in Hartz IV nichts mildern. Ihnen geht es doch nur um einen reibungslosen Vollzug. Angeblich geht es um Rechtsvereinfachung und Bürokratieabbau. Doch nicht einmal diesem bescheidenen, selbstgesteckten Ziel wird dieser Gesetzentwurf gerecht. Es gibt ein Schreiben der Personalräte der Jobcenter, und darin heißt es, ich zitiere, der Gesetzentwurf ist für die Belegschaft nicht nur enttäuschend, er ist ärgerlich und selbst eine weitere Belastung. Eine weitere Belastung. So sehen das die Personalräte der Jobcenter-Mitarbeiter, die ihr Gesetzentwurf am Ende ausbaden müssen. Schaut man sich nun die geplanten Änderungen an, so ist klar, Schwarz-Rot plant keine Rechtsvereinfachung. Sie wollen einfach noch eine weitere Kippe, eine weitere Kelle Sanktionen obendrauf legen. Und ich will das verdeutlichen. So soll innerhalb von Hartz IV ein zweites Repressionsinstrument ausgebaut werden. Das läuft dann unter dem Begriff Ausweitung der Ersatzpflichtigkeit bei sozialwidrigem Verhalten. Das ist die Sprache Ihres Gesetzes. Sozialwidriges Verhalten. Allein dieser Begriff ist entlarvend und er verrät, wie die Bundesregierung wirklich über Erwerbslose denkt. Wer an Erwerbslosen mündige Bürgerinnen und Bürger sieht, der verwendet solche Begriffe auf keinen Fall. Eine solche Ersatzpflicht, also Kürzung des Arbeitslosengeldes II, soll nun auch dann eintreten, wenn das sozialwidrige Verhalten die Hilfebedürftigkeit nicht nur herbeiführt, sondern erhöht, aufrechterhält oder nicht verringert. Übersetzen wir diese bürokratischen Formulierungen mal ganz konkret in die Praxis. Eine Kürzung um 30% bedeutet bei einem vollen Bezugsberechtigten, dass ihm für den Monat nur noch 282,80 € bleiben für alle Kosten außer der Miete und der Heizkosten. 282 € im Monat, das bedeutet 9,43 € am Tag für alle Ausgaben. Wer von Ihnen käme mit 9,43 € über den Tag? Ach übrigens, Sie müssen auch noch Geld zurücklegen für den Fall, dass irgendwann mal die Waschmaschine kaputt geht. Kurzum, anstatt die Hartz-IV-Sanktion abzuschaffen, was so nötig wäre, plant Andrea Nahles ein zweites Repressionsinstrument. Und ich habe den Eindruck, seit der Einführung von Hartz IV sind Sie in puncto Erwerbslosigkeit kein Deut klüger und kein Deut sozialer geworden. Ursprünglich war ja mal geplant, die besonders harten Sanktionsregelungen abzumildern. Noch im Oktober letzten Jahres haben hier Rednerinnen der SPD gesagt, ja, die Sofortsanktionen bei den unter 25-Jährigen, den Jugendlichen und die Sanktionierung der Kosten der Unterkunft, da muss man ran. Alle Bundesländer waren sich darin einig, dass man das abmildern muss, mit einer Ausnahme, nämlich Bayern. Und was macht die Sozialministerin? Anstatt couragiert ihre Position zu vertreten, anstatt couragiert sich für Erwerbslose einzusetzen, knickt sie ein vor Horst Seehofer. Ich finde es beschämend, wie sich diese Bundesregierung von Horst Seehofer mit dem Ring durch der Nase hier durch die Manege führen lässt. Unsere Position als Linke ist ganz klar. Wir befürworten jeden Schritt weg von diesen Sanktionen. Wir sagen aber auch ganz klar, wir pochen auf das Grundrecht auf soziale Sicherheit. Und deswegen meinen wir, alle Sanktionen und Leistungseinschränkungen sowohl beim SGB II wie bei der Sozialhilfe gehören abgeschafft, und zwar sofort.
Dafür streiten wir nicht nur hier im Bundestag, auch in den Landesregierungen. So hat beispielsweise das Sozialministerium aus Thüringen, vertreten durch Heike Werner, gemeinsam mit den Brandenburgern im Bundesrat sich für diese Position stark gemacht. Zu den von Ihnen vorgesehenen Veränderungen gehört auch die Einschränkung bei rückwirkender Nachzahlung rechtswidrig vorenthaltener Leistungen. Das heißt in der Konsequenz, es werden Menschen, denen ihre Heizkosten systematisch zu niedrig angesetzt wurden, Schwierigkeiten haben, die vorenthaltenen Leistungen später rückwirkend wiederzubekommen, selbst wenn sie bei Gericht Recht bekommen. Denn es wird nur noch für die Zukunft der höhere Betrag gezahlt und nicht für die Vergangenheit. Damit hat das Amt doch einen Anreiz, im Zweifelsfall immer gegen die Betroffenen zu entscheiden, selbst wenn die klagen und Recht bekommen. Das gilt ja dann erst für die Zukunft. Und solange wie die Klage dauert, und in der Regel dauert das recht lange, müssen Sie selber sehen, wie Sie klarkommen. Sie bleiben damit auf den Kosten sitzen. Sie sparen auf den Rücken von Erwerbslosen und Aufstockenden. Sie gönnen diesen Menschen nicht mal das Wenige, was ihm laut Gesetz zusteht. Und ich finde, das ist zutiefst schäbig. Und an diesem Beispiel wird wieder einmal mehr deutlich, Hartz IV ist Ausdruck sozialer Kälte. Und leider ist das nicht nur ein sprachliches Bild für Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind und die Heizkosten zu niedrig berechnet kriegen vom Amt, ist das auch ein ganz konkreter Alltag. Sie müssen in der kalten Jahreszeit kalkulieren, wie viel Heizung, wie viel Wärme Sie sich überhaupt noch leisten können. Geplant war Bürokratieabbau. Herausgekommen ist noch mehr Ärger für Erwerbslose wie für Beschäftigte. Also auf beiden Seiten des Tisches wird es für die Betroffenen schlimmer mit diesem Gesetz. Und wenn man sich die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzesentwurfs anguckt, dann wundert mich das auch nicht. Wir haben immer angemahnt, beziehen Sie doch die Fachleute der Praxis ein, das heißt die Betroffeneninitiativen, Sozialverbände, Gewerkschaften. Aber nein, die Regierung hat die Fachleute der Praxis, wie Gewerkschaften, Sozialverbände, übrigens auch die Opposition, komplett ausgegrenzt. Kein Wunder also, wenn so ein Murks rauskommt. Und falls noch irgendjemand glaubte, man könnte das System Hartz IV mit kosmetischen Korrekturen verbessern, der wird durch die Geschichte dieses Gesetzentwurfs eines Besseren belehrt. Wenn das Fundament und die Wände eines Hauses so dermaßen falsch konstruiert sind, dann nützt es eben auch nichts, wenn man die Farbe der Türklinken ändert. Und deswegen sagen wir ganz klar, Hartz IV muss grundlegend abgeschafft werden. Wir streiten stattdessen für gute Arbeit und für eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.050 Euro. Schwarz-Rot möchte die Sanktionslogik von Hartz IV noch verschärfen. Wir hingegen, wir als Linke, streiten für soziale Garantien des Lebens, für eine Gesellschaft, an der alle teilhaben können, in der sich alle entfalten können und in der alle frei von Existenzangst und frei von Bevormundung sind. Vielen Dank.